Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Heute geht es um eine kleine Challenge, die für mich im Februar jetzt ansteht und die ich gerne mit dir, mit euch teilen möchte. Vielleicht hast du ja Lust, da auch mitzumachen, denn es geht um das Thema zuckerfrei leben. Aber auf eine sanfte Art und Weise. Hintergrund ist das Büchlein hier, mein Rauhnacht-Büchlein. Diejenigen von euch, die mich schon länger hier verfolgen auf dem YouTube-Kanal, wissen ja, dass ich im Zauber der Rauhnächte jedes Jahr schon seit 2011 eine Jahresplanung mache. Und da gibt es immer drei Themen, die ich mir so in den Rauhnächten ja, quasi channeln lasse. Das ist einmal der berufliche Bereich, der private Bereich und der gesundheitliche Bereich. Und als ich Anfang Februar in das Büchlein hier reingeschaut habe, stand da bei dem gesundheitlichen Bereich zuckerfrei leben, und zwar jeden zweiten Tag im Februar. Also nicht ganz auf Zucker verzichten, das wäre für mich zum jetzigen Zeitpunkt zumindest so, ja, wie sagt man, der totale Zwang. Das könnte ich mir jetzt weniger vorstellen, aber als ich gelesen habe, im Februar jeden zweiten Tag zuckerfrei zu leben, da hat mein Denker, mein Kopf mir auch schon mal gleich gesagt, oh Gott, was hast du denn da in Anführungsstrichen in geistiger Umnachtung in den Rauhnächten hier aufgeschrieben und hat mal so kurz drüber nachgedacht, das vergesse ich doch vielleicht mal und kehr's unter den Teppich. Aber ja, das ist ja dann nicht Sinn und Zweck, so eine Planung zu machen, wenn man es dann liest, was eigentlich in dem Monat ansteht und führt es dann nicht durch. Das mache ich natürlich nicht. Und ja, jetzt steht im Februar eben an, jeden zweiten Tag einen zuckerfreien Tag einzulegen. Und wir haben heute den, was haben wir heute, den 4., 5. Februar, weiß gar nicht im Moment ganz genau. Ich muss sagen, es fällt mir viel, viel leichter, als ich das dachte. Es ist jetzt nicht so, dass ich so akribisch sehe, mein Beispiel, wenn ein Glas saure Gurken noch im Kühlschrank steht und ich habe Lust jetzt auf ein Stück Gurke, da ist ja auch Zucker drin, bei Gurken zum Beispiel, also so dieser versteckte Zucker, der da in solchen Dingen drin ist, dann esse ich jetzt trotzdem diese Gurke. Was ich aber nicht mache, ist zum Beispiel, dass ich Zucker oder Zuckerersatzstoffe wie Birkenzucker oder Ahornsirup oder, ja, was gibt es da noch, Agavendicksaft und solche Dinge, dass ich die verwende im Tee, im Kaffee oder in Süßspeisen, in Desserts, was ich so zubereite dann ab und zu mal. Das lasse ich dann bewusst jeden zweiten Tag weg. Wenn ich dann Lust auf eine Tasse Kaffee habe, dann gibt es diesen Kaffee halt einfach ohne Zucker. Wobei ich da so die Variante jetzt für mich rausgefunden habe, ich mache dann quasi so den Bodensee-Kaffee, vielleicht kennst du den Ausdruck, also einen ganz, ganz dünnen Kaffee. Ich mache den Kaffee dann mit ganz viel Wasser, dass er dünn ist. Ich habe dann trotzdem so diesen Geschmack und das kann ich dann auch ohne Zucker trinken. Also ein Espresso, den ich sowieso ganz, ganz selten trinke, den würde ich dann jetzt im Februar nicht mögen, schon gar nicht ohne Zucker. Und was ich auch nicht esse, ist, ja, Kuchen oder Kaffeestückchen oder so irgendwas, was ich ansonsten zwar schon auch sehr, sehr selten esse, wenn dann eher auch die Vollkornvariante, aber das gibt es an diesen Tagen dann auch nicht. Oder zum Dessert mal, was ich auch gerne mache, so ein Stück Schokolade. Ja, das fällt dann weg. Und da habe ich mir jetzt für diese Tage, weil ich so nach dem Essen schon mal gerne was Süßes esse, dann mehr so zum Beispiel, ich habe derzeit ganz viel Lust auf Schokolade eigentlich, so da die Variante mir ausgesucht, dass ich mir einfach eine Banane hole, da Rohkakaopulver reinmache, ein ganz klein wenig Wasser in den Mixer noch dazu und ein paar Datteln und püriere das. Dann habe ich einen super, super leckeren Schokopudding, der dann eben auch noch Rohkostqualität hat. Also das hilft mir dann an diesen Tagen und da habe ich schon gemerkt, wie da sowas in mir auch nochmal in Gang gesetzt wird. Warum mache ich das nicht öfter? Warum mache ich das nicht immer? Ein Stück weit sicherlich aus Bequemlichkeitsgründen. Ich bin gespannt, wie es jetzt so im Februar weitergeht und was es denn weiter mit mir macht. Vielleicht komme ich ja durch diese Challenge dann optimalerweise dann auf den Weg mal in der Richtung Zucker ganz zu streichen und wieder viel mehr in die Richtung zu gehen. Wenn was Süßes, dann wirklich nur in Rohkostqualität.
beziehungsweise ohne Zucker einfach zuzubereiten. Ich meine, ich habe ja die Rezepte, aber trotzdem bekomme ich es ganz ehrlich derzeit die letzten Monate nicht mehr so in den Alltag integriert. Und ja, ich bin gespannt, was es weiter mit mir macht. Ich merke jetzt schon, dass ich wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, erstaunt bin, wie leicht es mir fällt, alle 2 Tage dann zuckerfrei zu leben, in der Richtung zuckerfrei zu leben. Und ja, vielleicht hast du ja jetzt Lust bekommen, magst das auch in deinen Alltag integrieren und die Challenge mitmachen, alle 2 Tage einfach mal auf Zucker zu verzichten und dann nochmal zu schauen, was es denn eben mit deinem Körper macht. Schreib es mir gerne in den Kommentar, würde mich interessieren und da auch mit dir vielleicht im Austausch zu sein. Ja, und dann würde ich sagen, wenn du dabei sein möchtest, wünsche ich dir jetzt im Februar eine zuckerfreie, wunderbare Challenge-Erfahrung. Schick dir ganz liebe Grüße, eine herzliche Umarmung und sage Tschüss bis zum nächsten Video. Deine Irmgard. Tschüss.